Hallo zusammen, nach einer Woche Urlaub bin ich wieder zurück und natürlich heiß wie Frittenfett auf eine neue Runde Rocket. Deswegen, ohne noch lange drum rumzureden, direkt ran an den Tisch und schauen, was hier passiert. Erstes Spiel, gleich mal vielversprechender Ansatz mit vier Vollen und einem Buben in Vorhand. Allerdings jetzt natürlich auch nicht ganz ohne Risiko. Ich habe nur zwei Asse, nur einen Buben. Bekomme eine Gegenreizung aus Mittelhand, aber. Okay, lieber wäre mir natürlich, er hätte 0 gereizt, mit Chancen für mich noch Buben und Asse zu finden. So, wo eine Farbe reizt, wollen wir mal schauen. Kann sich gleich irgendwie die Liste entscheiden. Na gut, ein Ass noch gefunden. Das ist ja jetzt schon wieder fast mehr als befürchtet. Ja, da stehe ich jetzt mit meinem Talent. Das gibt sicher wieder unzählige Möglichkeiten, dieses Spiel zu drücken. Ich habe mich jetzt hier letztlich entschlossen, 20 Augen runter zu tun. Pik 10 hat natürlich auch eine Chance, aufgrund der Reizung vielleicht hochgespielt zu werden, aber die brauche ich nicht mal unbedingt. Ich habe mir eher gedacht, dass ich mich mit den Bildern oder einer blanken 10 in Karo oder Herz rausgeschnippelt so vielleicht hinzähle, dass bei 22er Reizung jetzt Kreuz-Doppelläufer kommt. Kann natürlich auch immer sein. Ich habe es irgendwie nicht geglaubt. Also einfach mal 20 runter. Noch nichts verraten und dann mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Hier sehe ich ja gleich mal die erste Überraschung. Kreuz Bube ist gar nicht bei dem Spieler, der die 22 reizt. Das kann natürlich irgendwie auch bedeuten, dass der ein bisschen über Herz rüberheben wollte, aber wenn er gar keinen dunklen Buben hatte, warum dann bis 22? Alles sehr undurchsichtig. Und jetzt liegt natürlich Herz 9. Ist natürlich nicht schön, dass das Spiel jetzt aus der Mittelhand kommt. Hätte ich lieber von Spieler 3 eröffnet gesehen. Dann hätte ich mit einem besseren Gefühl hier irgendwas rausholen können. So, Herz 9. Wie behandeln? Rausnehmen? Ja, dann habe ich wohl wenig Chancen auf das Bild. Zumindest habe ich wenig Kontrolle. Ich brauche ja sowieso eine gleichmäßige Verteilung, habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich dann mal in den Schnitt. Und wie es dann so kommt, hinten geht die 10 rauf. Dann Überlegung, jetzt wird die Farbe gewechselt. Sofort habe ich natürlich den Verdacht. Ah, die 10 war blank und ich habe sie jetzt laufen lassen. Der Verdacht steht erstmal nur im Raume, der muss sich noch erhärten. Erstmal kommt Pik, gut, ich habe die 10 nicht oben, kann ich nur abtragen. Nochmal Pik, Karo, Dame, Abwurf. Ja, irgendwie habe ich jetzt inzwischen natürlich schon das Gefühl, Spieler 3, der hatte die Herz 10 blank. Und wenn er zwei Karos hat, noch den Buben, hat er auch zwei Kreuz, dann habe ich natürlich hier wieder alles falsch gemacht. Nützt jetzt aber nichts, das Lamentieren. Ich trage mit ab, auch nochmal Karo. Hoffnung, dass er dann vielleicht in Karo reinfasst. Wobei, ja, und das tut er auch tatsächlich. Das tut er. Er spielt hier aus der einfach bestellten 10 aus. Ja, gut, die Chance muss ich jetzt natürlich nehmen. Hilft mir aber gar nicht so richtig viel. Es hilft mir nicht so richtig viel, denn dafür ist er jetzt natürlich wohl herzfrei. Und da geht der volle rüber. Und damit bin ich rasiert, bin ich platt, denn ich habe 45 liegen, es sind nur noch Kreuzen unterwegs, auch die beiden Bilder. Aber die kann ich natürlich normalerweise jetzt nicht beide bekommen. Olé! Und da ist es widerlegt. Natürlich, wenn ich jetzt Kreuz 10 oben habe, habe ich sowieso Rest. Aber das dürfen Sie doch mir so leicht nicht machen. Jetzt müssen Sie doch das schaffen, hier mal ein Bild auf den Tisch zu legen. Dann hätte ich mich nicht mehr wehren können. So kriege ich jetzt beide Bilder bei 45, komme dann doch noch auf 63. Ja, glücklich gewonnen, muss man sagen, aber für mich auch gleich schon die Erkenntnis, ich habe heute noch nicht irgendwie hier das Feeling, auch noch nicht wieder die Anbindung an das Spiel. Ich habe ja irgendwie fast 2 Wochen ausgesetzt und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also tut mir gleich leid, das so zu sagen, aber du merkst es manchmal früh, wenn du nicht so richtig das Gefühl hast. Geht mit dem Drücken los, geht dann mit der Schnittherz-Dame los. Gut, nun trotzdem irgendwie noch das Ding hingestochert, aufgrund glücklicher Umstände, aber doch irgendwie nicht ganz im Film. Sagen wir es mal einfach so. Und die Gegenspieler aus meiner Sicht ja auch noch schwer einzuschätzen, haben jedenfalls erstmal bewiesen, dass sie auch nicht jede Karte treffen, aber mehr lässt sich dazu erstmal noch nicht sagen. So, nun kommt ein Grang. Bin ja jetzt erstmal wieder ganz glücklich in der Mitspielerrolle, wo ich gar nicht so viel verkehrt machen kann. Wir legen ein Bild, jetzt wimmeln wir die Bilder oder wir spielen erst
Bild dran, dann König, gut, bei 40 liegen. Legen wir nochmal ein Bild. Abwurf, gut, nun wollte ich gerade bei 40 liegen, da die 10 reinknistern, da wird schon die Karte aufgeklappt, also noch 4 Kreuz, 2 Buben, Rest beim Spieler, auch ein gewonnener Gang. Drittes Spiel, ja, das sieht doch wieder reizbar aus. 5 Trümpfe, 2 Asse, eine 10 noch zum Quetschen, komm bei 20 ran. Wiederum natürlich diese kleine Gegenreizung, nicht unbedingt Musik in meinen Ohren und dann eine Findung, ja, wie ich sie nun gar nicht verarbeiten kann, Kreuz 7 und König, das ist natürlich eher Höchststrafe. Und jetzt muss man dann schon natürlich sagen, dolle ist das Spiel nicht, ohne Trumpf voll ist, in Mittelhand nur die 5 Trümpfe, 2 hohle Asse. Klar, kann ich jetzt Standard 0815 drücken, Karo 10, 7 oder Karo 10 und Herz Lusche. Vorhand hat jedenfalls irgendeine rote Farbe gereizt, ob Karo oder Herz, das weißt du ja dann auch manchmal noch gar nicht so genau. Das Problem ist, wenn du jetzt Standard drückst, die Karte ein bisschen press sitzt im Spielverlauf, kannst du dann gar nicht mehr so viel reparieren. Also ich habe mich hier gleich entschlossen, das Spiel ist mir zu schlecht, das mache ich gleich mit der ja, Alles- oder Nichts-Drückung, blanke 10. Da weißt du, was du hast, da weißt du auch, wie die Liste läuft. Kann ich gleich mein Gefühl hier mal korrigieren? Habe ich das Gefühl für den Tisch doch noch oder hole ich es mir jetzt in diesem Spiel oder habe ich es eben nicht? So, als König gefällt mir natürlich erstmal. Der verrät noch nicht viel, plus es sind 4 Augen mehr, als ich aufs Herz Ass erstmal grundsätzlich verplanen konnte. So, eine Variante wäre jetzt direkt das Kreuz Ass zu ziehen, um die zweite Farbe zu zeigen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das muss ich hier vielleicht gar nicht. Ich spiele erstmal einmal Trumpf und halte mich da noch bedeckt. Ja, und Herz 8 ist jetzt natürlich schon eher enttäuschend. Wo eben der König kam, hätte ich jetzt ja schon irgendwie mit einer, ja, mit der 10 oder wenigstens der Dame gerechnet. Hat er denn aus König Lusche ausgespielt oder spielt er jetzt und dadurch? Wartet mal, ich sehe hier gerade, ist ein bisschen duster, machen wir mal ein bisschen Licht. Ja, also einen vollen werde ich wohl hinten nicht bekommen. Das erscheint mir relativ deutlich. Insofern würde ich da wohl ins Leere stechen und ja, natürlich kann man trotzdem machen. Ich bin dann aber immer auch natürlich nicht so trumpfstark. Ich entscheide mich jetzt hier mal für den Bluff Teil 2. Okay, an ER 10 würde ich wahrscheinlich sowieso nicht rankommen. Werfe ich Kreuz ab, nun habe ich Herz gezeigt und Kreuz, das sollte meine Chancen eigentlich erhöhen, dass die Karo 10 durchgeht. Damit ist in einer normal gedrückten Partie nicht zu rechnen, dass ich die Farbe jetzt auch noch in der Hand habe. Aber boing, ist es passiert, kommt sofort, auch wirklich ansatzlos, Karo Lusche, Karo Ass hinterher, nicht der Kreuz nach, den ich abgeschmissen habe, nicht nochmal Herz, was alles mir ein bisschen geholfen hätte. Nein, einfach Karo draufgegangen, wie es sich gehört, also ganz trocken haben sie das gespielt. Jetzt bin ich natürlich rasiert, es sei denn, es passiert ein Wunder. Trumpf steht 3-3 und der andere hat noch die Kreuz 10 im Tritt, der dann rankommt. Aber so ist es nicht. Trumpf steht zu viert, schon fast wie befürchtet. Ja, und dann ist natürlich die Kreuz 10 auch noch in der anderen Hand. Also sang- und klanglos hier das Spiel verloren. Ja. Einfach gleich am besten abhaken, nicht mehr groß drüber nachdenken. Vor allen Dingen beim Stand von 1 zu 1 ist dieses Spiel natürlich jetzt eine Pflichtreizung. Also tut mir leid, da muss ich jetzt durchziehen den Rang. Oder sagen wir mal, erstmal der Herz, aber 20 gereizt von Mittelhand, da habe ich schon gar nicht mehr so viel Lust auf dem Herz und jetzt steigt Hinterhand auch noch ein. Nö, dann müssen natürlich ja, idealerweise noch eine passende Karte, vielleicht der fünfte Karo oder so im Stock liegen und auch die Buben. Dürfen gerne mal links und rechts hüpfen, wie ich es so brauche. Jedenfalls in Vorhand bei dem Stand ziehe ich das Ding jetzt durch. Und 44 ist natürlich eine gute Nachricht. Wo Mittelhand 20 reizt, dann habe ich doch wirklich Möglichkeiten, dass die Jungs verteilt kommen. So, reingeguckt. Gut. Karo Lusche gefällt. Das ist der siebte sichere Stich für meinen Vorhandgang. Kreuz König natürlich wieder nicht so. Da hätte ich lieber eine Lusche gefunden, dass ich die Bilder wegdrücken kann. Dann könnten sie nur mit 6 Vollen gewinnen, was zwar mal so stehen kann, was sie aber häufig hinten raus nicht so halten werden, weil sich mindestens ein Spieler dann mal ein, zwei Zehner blank schmeißen müsste. Ja, so muss ich dann in den sauren Apfel beißen und das eine Bild in der Hand behalten. Nichtsdestotrotz, die beiden Könige gehen dann runter und
Ja, dann müssen wir einfach jetzt wieder ein bisschen gucken. Klar, wenn hinten raus 5 Volle lang den Spielern im Zweifel, weil sie drei Asse haben, 53, ein König und meine Dame, das wären 60. Hier aber jetzt die guten Nachrichten, Buben kommen verteilt. Okay, ich wollte erst gleich Herz rausspielen, dann denke ich, nee, ich spiele noch mal einmal Karo. Hoffentlich sitzen die auch 1-1, um den Einschub in Karo rauszunehmen. Denn dass ich jetzt den Herz König gedrückt habe, da soll jetzt mal jemand drauf kommen. Gerade auch bei der 20er Reizung, wenn die Herzen jetzt zu viert dagegen sitzen, dann möchte ich aber im Zweifel nicht auf Karo nochmal anspielbar sein. Ja, Mittelhand überlegt auch, dann kommt die Dame. Ich habe schon gedacht, er hätte die 4 Herzen und hat geschnippelt, aber Herz steht auch gar nicht so schlimm. Also nur 13 Augen. Damit bin ich dann ja schon in Sicherheit. Jetzt kann ich hier locker abwerfen. Ob ich nun Herz oder Kreuz abwerfe, das ist natürlich völlig egal. Schneider ist jetzt unrealistisch. Gut, und ich könnte natürlich auch hier jetzt die Kreuz-Dame abwerfen auf Schlag 50. Aber nun denke ich mir, steche ich nochmal 2 Volle und mische hier noch ein bisschen die Karten. Wie es so schön heißt, habe auch ein bisschen Spaß an meinem Spiel. Und im Zweifel fallen jetzt natürlich die 21 Kreuz ja auch noch verteilt. Dann ist es aber auch egal, gewonnen ist das Spiel. Ja, fünftes Spiel. Das ist dann wieder nichts, beziehungsweise das ist mir dann zu dürftig, schon gerade wo beide schon am Reizen sind. Da ist es zwar ein Vollblatt, wie es so schön heißt, aber doch dann deutlich zu dünn, wo nur zwei Asse drin stecken und gar kein Bube. Kreuz bei 20 könnte interessant werden, da könnte über Karo was gehen. Erstmal kommt aber Herz raus von meinem Partner. Ja gut, scheint mir irgendwie blank zu sein, steht so ein bisschen drauf. Aus welcher Konstellation sollte er sonst die Dame ausspielen? Aus 7 Dame König wäre das sehr ungewöhnlich, da würde eher die 7 kommen. Also, wie mein Partner quasi verlangt oder gefordert, oder sagen wir mal, er hat einfach nur die Farbe gespielt, ich bringe die Farbe hinterher. Und das war nicht die schlechteste Idee. Was hatten wir eben? 14, 24, 35. So, vielleicht will er auch die Trumpf 10 verstechen und den Herzkönig einsammeln. Nee, will er aber gar nicht. Das heißt, er hat wohl selber auch mal mindestens 3 Trumpf. Und der Herzkönig ist gedrückt, interessanterweise. Das bedeutet natürlich, dass der Alleinspieler eigentlich jetzt keine Schwäche mehr haben kann. Dann kann die Karo Lusche vielleicht auch aus Ass 10 Lusche abgeworfen sein. Was anderes kann ich mir da eigentlich nicht erklären. Dann spiele ich jetzt natürlich schnell mal den blanken Karo, damit ich jetzt bei 35 liegen da gleich mit meinem Kreuz Ass noch ins Geschäft einsteigen kann. Natürlich muss ich bei der Reizung schon einen dunklen Buben bei meinem Partner vermuten. Das ist auch der Fall. So, jetzt haben wir über 40 und jetzt gucken wir mal, was in Karo noch los ist. Jawohl, das ist passiert. Die Karo 10 kommt zu mir. Ja, das Spiel war wohl gerade in Mittelhand auch eine Nuance zu schwach. Vielleicht eine bessere Chance wirklich nur, wenn er da, er hat wahrscheinlich 2 Pik gedrückt, wenn er da, nee, er hat den einen Herz natürlich gedrückt und einen Pik, wenn er da Herz König Lusche drückt und dann im zweiten Stich Herz 10 mit der Pik Ass-Ladung verhaften kann. Das wäre eigentlich, ja, so wie man ihn auch gerade wegen dieser Drohung in Mittelhand gut drücken kann. Auf die Idee ist der Spieler jetzt hier aber nicht gekommen und deswegen startet er jetzt sein Haus im Keller. Da geht der nächste Kreuz an den Start. Wieder bei 20er Reizung. Diesmal habe ich nur 2 Trumpf. Pik Ass 10 könnte also wieder interessant werden. Aber dieser Stich spricht jetzt eine andere Sprache, dass mein Partner hier auch so schnell Pik Bube übernimmt. Gut, theoretisch kann er natürlich noch Trumpf Ass haben oder Trumpf Ass und 10 sogar, aber so recht dran glauben wollte ich nicht. Das ging mir hier doch ein bisschen schnell.
Ja, und wo jetzt Trumpf Ass vom Alleinspieler kommt, ist wohl ziemlich sicher, dass mein Partner entweder sich gerade nur vertan hat und den Pik Buben unnötig rausgenommen hat, wenn er noch einen weiteren Trumpf hat, oder dass es hier doch der Siebentrümpfer ist. Gut, schauen wir mal. Okay, es ist der Siebentrümpfer. Und warum spielt der Spieler jetzt noch einmal das Trumpf Ass Kontrolle und dann über Fremd, also über Fehl wieder? Macht mir irgendwie so ein bisschen den Eindruck, als ob er nicht ganz die Übersicht über die Trümpfe hat. Ich habe sie natürlich, jetzt hat er nur noch eine Fehlkarte, das bedeutet, Schneider frei ist hier das höchste der Gefühle, da kommt auch unser Stich, dann kann ich schon den Rest schenken, Karte klappt auf, nur noch Trumpf, alles wunderbar. Und das ist wieder nichts. Hälfte haben wir, bisher wirklich noch kein berauschendes Ergebnis. Ich kann ja wirklich froh sein, dass ich den Grang da gewonnen habe und dass ich insofern noch mit 170 oder so dastehe. Aber es zündet irgendwie hier heute nicht so richtig. Es zündet nicht und auch jetzt wieder. Was haben wir bei 23er Reizung meines Partners oder 24 des Alleinspielers für eine Ausspielidee gegen den Grang? Ja, nicht so richtig eine, deswegen nach dem Motto, falls mein Partner doch mal zwei Buben hat. Ich will halt nichts kaputt machen, nicht den Alleinspieler in eine lange Farbe treffen. Ich versuch's mal Kreuz unter meinem Ass. Ja, und was sehen wir hier? Auch das war wieder irgendwie nicht gut getroffen. Null Augen Abwurf. Klar, warum ist mein Partner da nicht raufgegangen? Mit der 10 hätte er wohl gesollt, aber oder wäre nach Konvention angesagt gewesen. Aber ich habe es ja auch schon gesehen, die Spieler hier sind vielleicht noch nicht so ewig lange im Geschäft. Ja, und dann passiert das jetzt mal. So, eingestochen mit Pik Bube. So, jetzt geht er direkt über die Dörfer. Hat er vielleicht drei Pik, kann mein Partner vielleicht direkt stechen. Hat noch zwei oder drei Buben dagegen, also wo er jetzt 0 Augen abschmeißen konnte, dann 15 gestochen hat. Das Spiel also gut für ihn lief, denke ich jetzt mal. Ich werde schon mal ein Bild investieren in diese Chance, damit sich das Blatt zu unseren Gunsten wendet. Das ist aber nicht der Fall. Die 10 steht blank und Herz läuft und Karo läuft. Der Alleinspieler gewinnt also hier mit wehenden Fahnen. So, den Karo-Stich mache ich aber. Dann kann ich jetzt wenigstens einmal unseren Pik-Stich hinziehen. Zwei Kreuz sind ja offenbar gedrückt. Was macht denn mein Partner jetzt? Warum sticht er denn jetzt meine Stehkarte und dann mit dem Kreuz Buben auch noch? Hat er jetzt Rest? Nee, hat er nicht. Ja, das war jetzt komisch gespielt. Ja, Herz Bube ist natürlich hoch. Ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Da kommt noch Karo 7, also der siebte Karo. Ja, das war jetzt also natürlich unnötig, der Schneider hier. Geschenkt. Okay, sei es drum, da hat irgendjemand wohl einfach mal den Faden verloren. Dünn, das ist das, was mir zu dieser Karte einfällt. Dünn, dürftig, nichts, um hier mitzumischen. So, komm, Spieler 1, was ist da los? Spann uns nicht auf die Folter. So viel gibt es doch da wohl auch nicht zu überlegen. Aha, zum Grang. Wen wundert das? Ich stehe natürlich hier schön auch mit der blanken Herz 10, blankes Bild. Also, ich glaube nicht, dass das Spiel schlecht für einen Alleinspieler steht. Dann ist er auch noch teuer, ohne 3, mindestens wahrscheinlich ohne 4. Mein Partner zieht gleich einen Buben. Gut, das ist ein Zug, der uns zwar nicht voranbringt, der aber wahrscheinlich auch nichts kaputt macht. Ich kann ja natürlich nichts stechen. Mein Partner vielleicht noch Pik oder Karo. Würde mich aber eher wundern, wenn das für mehr als Schneider frei reicht. So, Kreuz Dame macht überraschenderweise hier erstmal den Stich. Gut, die blanke Herz 10. Wahrscheinlich fällt sie sowieso an den Alleinspieler, aber so leicht will ich es ihm dann doch nicht verraten. Also greifen wir jetzt hier mal in die Karos rein. Okay, Karo Ass ist wohl gedrückt. Ja, da kommt das Herz, also und meine 10 ist futsch. So, langsam müsste mein Partner dann jetzt mal stechen, wenn wir eine Chance haben wollen. Aber das geht natürlich nicht, solange er bedienen muss.
Also wenn Pik 10 jetzt auch noch nach Hause geht, dann hat er allein schon auf jeden Fall genug. Deswegen gleich die Dame rein und jawohl, Pik König kommt auch noch. Also ganz locker hat der Spieler gewonnen und offensichtlich hat er noch voll gedrückt. Kreuz 10 wahrscheinlich. Ja, das war natürlich ein netter Schmecker. Gerang ohne 420 Augen und plötzlich ist Spieler 1, obwohl im Keller gestartet, an allen anderen vorbeigezischt und ich bin ins Hinterstübchen geraten, bin mit meinen 166 zwischen Tisch letzter. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen, erst recht nicht mit dieser Karte. So, bei 18 und Schnapp. Ja, das war doch mal wieder eine wunderbare Findung. Kreuz Bube und Pik Lusche passte wie Faust aufs Auge. Jetzt war die Findung ja wieder fast zu gut, um jetzt hier diesen riesen Keulen Pik zu spielen. Der wäre natürlich sicher. Ja, auch mit einer Schneider- und Schwarzschank sogar versehen. Aber nee, das will ich jetzt doch nicht, gerade wo ich auch ein bisschen hinten liege und wir hier das Rocket spielen. Da gehe ich schon ein bisschen ins Risiko und sage hier mit drei Augen im Keller den Grang an. Da sollten natürlich schon entweder die Buben kommen oder die Pik 10 blank sein. Also zwei 50-50 Chancen oder etwas besser als 50-50, sogar zwei 52% Chancen habe ich hier schon drin, also so um die 80% alleine. Und selbst wenn beides dagegen sitzt, ist das Spiel natürlich noch nicht automatisch verloren, wobei ich dann natürlich schon Schwierigkeiten haben dürfte, wo ich kein Karo gedrückt habe und Spieler 1 Karo gereizt hat. Ja, da kommt natürlich dann auch gleich Karo Lusche. Okay, die kann ich natürlich nicht stechen oder kann ich schon, aber das erlaube ich mir jetzt nicht. Das wäre zu frivol, hier auf Schneider Schwarz zu spielen. Ich will mich ja gegen eine etwas ungünstigere Verteilung auch noch verteidigen können. Und das bedeutet, hier schnappe ich natürlich eher zu. Das sind wenigstens 13 Augen. Also mit den drei gedrückten habe ich jetzt 18 Augen. Gut, und dann einfach schön von oben gucken. Jungs sind leider bei Spieler 1. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass meine Vollen laufen. Als erstes mal wird Kreuz Full laufen. Spieler 3 hat sich sicher nicht den Kreuz König zu dritt kaputt geworfen. Die kann ich also hinziehen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich mal Pik sehen würde. Ja, da ist der Pik König. Das muss doch das Zeichen sein, dass Pik 10 tatsächlich blank steht. Und damit bin ich jetzt natürlich zu Hause. Und Karo Lusche fliegt weg. Das heißt, ich vermute mal, Spieler 1 hat noch ja, den letzten Buben. Und die beiden Karos, oder sogar die, ja, wieso ziehe ich denn jetzt hier Herz Ass? Das kommt doch viel zu früh. Ich kann doch noch einmal warten. Da ist doch nur noch ein Karo. Da ist doch dann auch noch der zweite Herz. Also, und die 7 Augen fehlen mir jetzt zum Schneider. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. Tut mir leid, ich bin heute nicht so richtig hier in den Film reingekommen, irgendwie alles ein bisschen unruhig und ja, das gibt es beim Skat eben auch. Gute Tage, schlechte Tage, daran merkt man es. Man merkt es nicht nur im Gefühl, sondern auch, dass einem da so Stockfehler mal passieren. Aber gut, so ist es. Schnell wieder abhaken, nächstes Spiel. Ich denke, in Vorhand muss ich das Ding wohl reizen. 22, keine Frage. 5 Trümpfer Kreuz mit zwei Seitenassen. Ja, und das ist natürlich wieder mal eine schlimme Findung. Ja, immerhin passt es zu den Assen, aber 0 wird natürlich auch nicht raus, obwohl ich 2 Siebener habe. Jetzt kann ich immer nur hoffen, dass Mittelhand, der vorher ja auch schon ein paar Mal gereizt hat, eigentlich gar nicht so viel hat oder zumindest nicht so viel Pik hat. Ich drücke jetzt, ja, ganz standardmäßig 2 Karos, sagt den Kreuz an hier. Und ja, muss man ein bisschen hoffen, dass der sich günstig entwickelt, dass der gleichmäßig verteilt ist. Gerade die Herzen und die Trümpfe. Im ersten Trumpfstich ist noch nichts los. So, jetzt kommt der Pik König. Okay, vielleicht blank, vielleicht aber auch zu zweit aufgrund der Reizung seines Partners. Jedenfalls hier zu schnippeln ist mir jetzt zu heiß. Erstmal rausnehmen, muss ich mir ja auch nichts anmerken lassen. Und dann liegt dieser Stich und ja, Spieler 3 hat den Pik-Buben sehr schnell genommen, Spieler 1 überlegt dann, also gefühlt sind wohl 4 Trumpf bei Spieler 1, also bei dem, der noch nicht mal dagegen gereizt hat, der wird wohl noch 2 Buben haben. Wenn das so ist, ist natürlich meine Kreuz 10 hinüber, ja, und Spieler 3 haut auch sofort die Pik 10 auf den Tisch und es geht das Karo Ass rein, also
Die Jungs spielen es ganz trocken, wie es so schön heißt, ne? Keine Zauberzüge, keine hohen Flanken, sondern einfach trocken, kurz und es tut weh. Es tut weh, denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch gewinnen kann, wenn wirklich die beiden Trümpfe noch bei Spieler 1 sitzen. Ich habe nämlich das Problem, dass ich in Herz eben nicht mal den König dabei habe, um mal auf eine potenziell beim Trumpf starken Spieler 1 sitzende Herz 10 schnippeln zu können. So, hier kann ich jetzt vielleicht auch erst einmal mit abtragen. Gut, eine Siegidee, auch auf die bin ich aber offenbar nicht gekommen, wäre jetzt natürlich schon Pik Dame stechen, Herz Ass ziehen, Herz Lusche raus, hoffen, dass Herz 2-2 steht und ich dann wieder in Hinterhand bin, sodass ich danach noch meine Trumpf 10 verstechen kann. Das ist wahrscheinlich sogar der beste Siegplan. Aber ich habe gedacht, ich kann hier auf diese Weise noch ein bisschen an die rumknispern, an die Herz 10 rankommen und habe vielleicht immer noch gehofft, dass Trumpf doch wieder erwarten 1 zu 1 noch verteilt ist. Trage jetzt also hier ab, trage nochmal ab, weil es ja auch nicht mehr geworden ist. Und jetzt kann ich natürlich nicht mehr anders. Jetzt muss ich stechen und ja, dass Spieler 1 jetzt die Herz 10 wirft, das sagt mir wohl auch, dass er die beiden Trümpfe noch hat. Das wäre jetzt sehr ungewöhnlich. Das bedeutet andererseits, dass ich mich mit meinem anderen Siegplan auch nicht hätte wehren können. Herz 10 bei Spieler 1 bedeutet, nachdem ich dann Herz oben unten gespielt hätte, wäre auch sofort Trumpfabzug gekommen. Ja, bittere Pille, teures Spiel, minus 96. Ich bin raus hier aus dem Rennen, will ich mal sagen. Das wird jetzt kein gutes Ergebnis mehr. Jetzt kann ich eigentlich nur noch hoffen und gucken, dass ich noch mich gegen Spieler 3 vielleicht noch durchsetzen kann, dass da noch die letzten beiden Spiele zu meinen Gunsten sich entwickeln. Ja, und wenn nicht, dann muss man sagen, war heute vielleicht auch wirklich nicht mein Tag. Und dann kommt tatsächlich noch ein Grand Hand bei Spieler 1 ran. Na gut. Liegt ja sowieso gut im Rennen, so wie ich es gesehen habe, dann soll er ihn bekommen. So, was sind die 33 von meinem Partner? Hat er vielleicht tatsächlich den Alten? Und der Alleinspieler dann sowas wie die drei Unterjungs und eine Kreuzlänge. Dann können wir vielleicht was machen, aber nein, er ist mit 2 der Grand Hand. Er hat eine Menge Kreuz dabei, 4 Stück, wenn keiner liegt. Dann geht es wohl jetzt auch wieder nur noch um den Schneider frei. Gut, den erreichen wir hier, ganz egal, welchen vollen ich lege. Ja, souveränes Spiel, locker gewonnen und ja, wie durch nichts, ganz schnell, ohne dass es jemand gemerkt hat, bei Spiel 5 das erste Mal dabei, erstmal mit 48 Miesen. Und dann wenig später, Beispiel 11, nach einem schönen Zwischenspurt, plötzlich kurz vor 500 Punkte, Spieler 1, Respekt. Und ich bin noch, ja, 70 Punkte hinter Spieler 3. Gucken wir mal, ob das jetzt aufzuholen ist. Nee, also nicht von mir aus, nicht mit meiner Hand, das versuche ich auch gar nicht. Da bin ich direkt raus. Aber hier gibt es noch eine kleine Battle. Das ist ja ganz gut, das ist in meinem Sinne. Spieler 3 soll natürlich das Spiel jetzt machen. Und er kriegt das Spiel immerhin. Ich meine, nicht, dass ich nun viel Hoffnung hätte, wenn ich in mein Blatt schaue, aber mehr Hoffnung, als dass er nun ein Spiel verliert, kann ich ja gar nicht haben. Gut, und dann wird Grand gespielt. Damit ist es natürlich schon wieder fast erledigt und mein Partner trifft Kreuz König, die blanke Farbe. Ja, toll. Ist ja ungünstig, den zu stechen. Also meistens stehst du ins Leere. Andererseits, jetzt ist da die 24er Reizung, jetzt kommt der König. Mein Gott, vielleicht hat mein Partner ja auch noch einen dunklen Buben. Ich steche jetzt mal doch und hoffe, dass das vielleicht tatsächlich mal ein Ausspiel aus dem König zu fünft gewesen ist. Man hat es ja alles schon gesehen. Aber nein, ich bekomme hier nur die Lusche, wie befürchtet. Okay. Dann kann ich jetzt hier auch gar nicht, denke ich, groß was steuern. Ich versuche jetzt im Zweifel eher meinem Partner hinten eine 10 freizuspielen, als dass ich selber jetzt
in meine Pik 10 zu 4 reingreift, wäre sicher auch eine Möglichkeit, aber ich gehe jetzt über Herz erstmal. Ich muss ein bisschen in den Farben gucken, was passiert. Viel Einfluss habe ich jetzt auf den Ausgang dieses Spiels sowieso nicht, dann müsste mein Partner schon noch die Hand voll haben. Ja, zumindest das kann man sagen. Es ist doch mehr Überlegungszeit jetzt in diesem Gang, auch schon beim Reizen und Drücken, als es bei einem guten Gang wohl der Fall wäre. Also irgendwie, obwohl das bisher ja gar nicht so günstig für uns lief, habe ich jetzt noch ein bisschen Hoffnung. Und da geht es mal los. Der ist offenbar ohne Dreien, der Gang. Also mein Partner hat auch den Pik-Buben noch. Und okay. Wenn ich jetzt Pik 10 wimmel, dann habe ich irgendwie die dumpfe Befürchtung, dass vielleicht Karo gespielt wird und meine 10 kaputt gespielt wird. Also diese kurze, gefährdete 10, die finde ich, sollte ich da jetzt erstmal loswerden und dann gucken wir mal. Gut, Kreuz 10 kann ich jetzt auch erstmal wieder gar nichts anfangen. Kreuz Ass ist ja wohl mit ziemlicher Sicherheit beim Alleinspieler. Warum haut denn mein Partner jetzt die Kreuz 10 auf den Tisch? Also selbst wenn er nur aus König 10 zunächst ausgespielt hätte, was ich schon nicht glaube, dann müsste er doch jetzt eigentlich eine bessere Fortsetzung noch finden. Naja gut, ich weiß es nicht, ich lege eine Lusche zu. Wir wollen ihn, den Spieler ja nicht erst noch leichter machen, als er es ohnehin schon hat. Der geht noch über die Dörfer, aber da, Pik ist tatsächlich die Stechfarbe. Pik Ass kippt ihm um, das letzte Ass, was er zieht. Gut, dann hoffe ich mal für Spieler 3, dass er jetzt entweder noch einen Stich im Blatt hat, Herz hat das ist es aber nicht, oder dass er sich schon hingezählt hat. Das ist aber nicht der Fall. Er gibt auf und hat tatsächlich jetzt noch Gang ohne 3 verloren. Ja, übel für Spieler 3, gut für mich. Eine Seitenwette noch gewonnen, auch gut für Spieler 1. Der nimmt nochmal die 40 Punkte mit und geht nach Hause mit 534. Das sollte doch ein kleines bisschen Taschengeld zurückgeben. Ja, hoffe, ich habe die nächsten Tage, Wochen, Monate wieder ein bisschen besseres Händchen. Gerade da, wo es drauf ankommt. Das war heute irgendwie, ja, nicht so dolle. Bin mit mir selbst nicht ganz zufrieden. Hab euch aber ja versprochen, ich werde auch die schlechten Tage genauso zeigen. Die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Das ist gerade das, was den Reiz beim Skat ausmacht. Sei es nun die Karte oder sei es deine eigene Verfassung. Seht mir das bitte ein wenig nach. Bleibt am Ball und wie immer, gut bleibt.